Und jetzt zum Abstiegskampf pur zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Wil. Das ist natürlich auch das Ostschweizer Derby. Und dann ist es erst auch noch die Revanche für den Cup-Halbfinale. Für den ultra-wichtigen Match hat St. Gallen-Trainer Peischl eine Trumpfkarte gezogen. Eine Trumpfkarte aus dem Meisterteam vom Jahr 2000. Dani Willer. Achtung, Jairo kehrt zurück. Rund ein Jahr lang fehlte er nach einer Verletzung, empfahl sich dann bei Heinz Peischl durch gute Leistungen im U21-Team und belebt jetzt den Konkurrenzkampf im St. Galler Mittelfeld. Immer spannend, wer coacht heute den FC Wil? Es war immer noch das Duo Joachim Müller, Stefan Lehmer. Der erste Eckball nach 4 Minuten. Sutter, Wolf, 1:0 für den FC St. Gallen. Das ging ja blitzschnell. Stefan Wolf gewann das Luftduell gegen Montondo. Der junge Daniel Lopa im Wieler Tor war machtlos. Der St. Galler Captain also sorgte dafür, dass sein Team ein frühes Erfolgserlebnis feiern durfte. Wichtig in so schwierigen Zeiten. Heinz Peischl war zuletzt vor allem als Psychologe gefragt, ging nicht allzu hart mit den Seinen ins Gericht. Zuckerbrot und Peischl. 12. Minute, der nächste St. Galler Eckball. Sutter, kurz auf Jairo. Wieder Wolf, der diesmal nur den Pfosten traf. Der FC Wil unglaublich anfällig bei hohen Bällen. Der mit einem Kreuzbandriss flachliegende Innenverteidiger Pires fehlte an allen Ecken und Enden. St. Gallen startete vehement und der FC Wil brauchte Zeit, sich zurechtzufinden. Nuschi versetzte Zellweger. Endstation Stefano Razzetti. Aber jetzt waren auch die Gäste da. Würden sie alles geben angesichts des bevorstehenden Cup-Finals? Das war die große Frage. Zumindest versuchten sie auf den Rückstand zu reagieren. Der Ball blieb im Spiel. Wolf stieß Mordecu weg. Rogerio. Kein Tor, kein Penalty. Aber schauen Sie, ein klares Foulspiel von Stefan Wolf an Mordecu. Dann wieder St. Gallen mit Jairo. Und erneut ging es drunter und drüber im Wieler Strafraum. Mensah sah seinen Kopfball von Goli Lopa abgewehrt. Die x-te Möglichkeit für St. Gallen nach einem Eckball. Wil war mit dem 0:1 gnädigst bedient. Eine Minute später, Freistoß Bruno Sutter. Und diesmal gab es einen Volltreffer. Mensah mit dem 2:0 nach einer halben Stunde. Der arme Daniel Lopa, im Stich gelassen von seinem Kollegen. Ruhe vor dem nächsten Freistoßsturm, diesmal mit Jairo. Und wieder lag der Ball im Netz. Diesmal traf den 18-jährigen Ersatzgoalie Daniel Lopa die Schuld. Aber was für ein Comeback für Jairo. Jairo mit dem 3:0 für St. Gallen. Daniel Lopa wusste natürlich Bescheid, das war sein Fehler. Lehrgeld. Dann war Halbzeit, Jairo hatte bestimmenden Einfluss auf St. Gallers Spiel genommen. Das passierte auch noch in der ersten Halbzeit. Eine klare Tätigkeit von Nuschi blieb ohne Folge. Erste Szene nach der Pause mit Jairo. Der sah Barnetta, Wils Helder ging dazwischen, mit dem Arm allerdings. Auch diesen Penalty gab Schiedsrichter Etter nicht, obwohl er beste Sicht hatte. Unverständlich. 3:0 für St. Gallen, jetzt war Wil einmal dran. Rentli, aber das beeindruckte Stefano Razzetti nicht besonders. Immerhin gab es nun etwas Bewegung für St. Gallens Keeper. Der nächste Wieler Vorstoß über Rogerio, der Sutter stehen ließ. Razzetti war hier gefordert und genoss seinen Flug in vollen Zügen. Schließlich ist man seinem Publikum ja auch etwas schuldig. Tippkick im Espenmoos, Eckbälle und Freistöße noch und noch. Diesmal mit Imhof und diesmal wieder mit einem sicheren Lopa. Das tat ihm gut. St. Gallen lief zu keiner Zeit Gefahr, Punkte abzugeben, hätte 3-4 Tore mehr erzielen können.
Dieser Rückpass von Montandon wurde zur Vorlage für Mensa. 77. Minute 4:0 und Flickflack Nummer 2 für Alex Tachi Mensa. Bemerkenswert das Laufduell zwischen Winkler und den Torschützen. Mensa auf der Überholspur gegen einen allerdings angeschlagenen Wieler Captain. Es war das letzte Tor dieses Spiels. Jairo durfte kurz vor Ende den Platz verlassen und alle waren mit seinem Einstand zufrieden. Er auch. Ja, für mich sehr gut und sehr weit. Und ich habe nur 3 Monate für meinen Vertrag. Und heute, glaube ich, spielt sehr gut. Das ist gut nicht für mich, sondern für den Club, für den FC St. Gallen, für das Publikum. Es war ein gelungener Sonntagnachmittag für den Brasilianer. Ich kann fast wieder zum Trost sagen, missglückte Hauptprobe, gutes Zeichen für das Cupfinale. Aber es gibt ja noch mal eine Runde am nächsten Donnerstag. Und der Ball neu, der Rotero, haben Sie das gesehen? Ich glaube, der hat auch eine Rolle gespielt bei seinem Goal, wo der Goalie Lopar verwutscht hat. Scheint wirklich ein ganz tückischer Ball zu sein.